Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ich dachte mir, ich mache mal ein kurzes Video in nicht ganz eigener Sache, denn ich habe euch beim letzten Mal ja die Gussformen vorgestellt, die mein Kumpel für uns herstellen kann. Und das waren einmal für so Winkel hier und das waren auch für diese Fahrbahnabtrenner hier. Das sind übrigens super, also ich mag die total, weil die auch echt schwer sind. Und er hat das Sortiment ein bisschen erweitert und ich habe gesagt, komm, gib mal ein paar Sachen her. Gib mal die Sachen her und ich mache ein kurzes Video und zeige euch einfach nur mal kurz, was es so neue Sachen gibt. Wie gesagt, ich habe einen Artikelposten bei mir auf der Seite, der kostet nichts. Ich muss aber 1 Euro im System hinterlegt haben, damit das System das als Artikel auch anerkennt. Ihr zahlt da keinen Versand und ihr zahlt natürlich auch keinen Artikel dafür. Da geht es eigentlich nur darum, dass ihr eure Daten freigebt, dass ich die eben weiterleiten kann, damit ihr die Teileliste bekommen könnt. Ja? Selber gibt es diese Sachen allerdings nicht bei mir. Das sage ich nochmal dazu. Ihr könnt es also bei mir nicht mitbestellen. Das läuft alles über ihn direkt. So, soweit dazu. Einmal ganz kurz. Es gab ja diese Systemblöcke, heißen sie, glaube ich. Ich sage jetzt einfach mal Lego-Steine dazu aus Beton. Ihr wisst alle, was ich meine. Und hier gibt es jetzt 2 neue Sonderformen. Einmal für den 5x5 cm Block, damit man hier also auch einen Wandabschluss machen kann. Und einen schrägen, den finde ich ganz nice. Der hat unten die volle Länge, kann auch überall einrasten. Und damit kann ich natürlich, wenn ich jetzt so einen Bunker baue, wie jetzt zum Beispiel hier für die Siebanlage, die immer noch nicht fertig ist, ich weiß, ich komme irgendwie gerade nicht wirklich dazu. Aber da kann ich jetzt sagen, ich baue das hier, seht ihr das auf dem Video? Nee. Ich baue jetzt hier damit eine Schräge und vergrößere damit zum Beispiel so einen Bunker. Ja? Also ist alles wunderbar. Finde ich toll, die 2 Teile. Es ist einmal, wie gesagt, die Gussform für die Schrägen und eine Gussform für die halben Klötze. Gibt es jetzt eben neu mit dazu, passend zu den vollen Klötzen. Ja? Das ist mal so das eine kleine Erweiterungsset, das es jetzt neu gibt. Was ich wahnsinnig toll finde, sind diese hier. Gibt es in Rot und Weiß. Ist im Set auch in Rot und Weiß übrigens. Sind so Fahrbahntrenner. Ja. Sind sehr leicht. Ist wunderbar. Kann ich mobil irgendwo hinstellen und wie so eine Schlange aufbauen. So, das wäre jetzt mal... Ich glaube, das ist sogar ein Set in dem Angebot dann. Ist relativ lang. Das kann man gucken. Meterstab rumliegen. Wir sind hier bei, ja, mit ein bisschen Kurve, aber 80 cm ungefähr. So, das ist ein Dreh. Ja. Und finde ich ein super Set. Man kann relativ schnell so einen Baustellenbereich machen. Macht optisch natürlich wahnsinnig viel auf so einem Parcours her. Leuchtet einen einfach an. Er hat hier neben diesem hellen Rot, neben diesem hellen glänzigen Rot auch ein Reinweiß ist es, glaube ich, das auch richtig schön leuchtet. Und strahlt, finde ich wunderbar. Schauen super aus, habe ich in anderer Form ja in anderen Videos schon mal gehabt, jetzt nicht von ihm, sondern die habe ich mal selber gedruckt gehabt. Jetzt hat er sie im Sortiment, ich finde die klasse. Ja? Und wie gesagt, ich finde, die machen einfach immer ein nettes Bild auf jedem Parcours. Gerade wenn man eben auch so eine Leuchtreklame noch mit dabei stehen hat, wie jetzt den Sprinter hier. Wer es nicht mitbekommen hat, ich verlinke euch mal das Video hier oben, dann kommt ihr zu dem Video, wie der Sprinterumbau war mit den ganzen Lampen und so weiter. Und ich finde, das macht, passt einfach gut dazu. Ja? Ist so ein typisches Kommunalding. Die Hütchen sind nicht von ihm, falls die jemand hier gesehen hat. Das sind ganz normale Ruderhütchen. So. Aber hier hinten auf der Ladefläche haben wir noch ein bisschen was. Mal rum. Ich finde, genau da gehört das Zeug einfach auch hin. Das heißt, wir haben hier einmal nochmal so Stoppabtrenner und Ausziehtrenner. Und zwar können wir jetzt hier 2 Sachen machen. Und zwar einmal nettes kleines Teil, auch in Rot-Weiß. Und das kann ich hier ausziehen und kann sagen, ich sperre hier was ab. Finde ich klasse. Also ist natürlich dementsprechend variabel. Ich kann es dann einfach einstellen. Ich kann sagen, so, Achtung, Baustellenbereich, hier bitte nicht mehr durchfahren. Finde ich, kann man auch wirklich auf dem Parcours mal brauchen. Auch vor allem auf die Schnelle. Und was sie auch haben, die finde ich auch super,
sind so Abteller. Ich habe jetzt die Füße schon alle gedreht. Man kann jetzt hier diese Füße so drehen, dass ich die alle gestapelt irgendwo hinstellen kann. Ihr kennt alle die Zäune und die Sockel von Bruder. Und da habe ich ja immer das Problem, kann die natürlich jetzt nicht irgendwo verschwinden lassen. Die hier kann ich echt flach einfach drehen. Und dann drehe ich mir die richtig hin und dann kann ich mir hier die aufstellen. Kann sagen, hier geht es nicht weiter. Ich ziehe den gerade mal ein bisschen hier nach draußen. So, und dann kann ich hier sagen, auch genauso wie bei denen hier, ich sperre mir hier einfach was ab. Die kommen, wie gesagt, in diesem wunderschönen Orange. Und finde ich auch klasse. Das heißt, wir haben jetzt hier echt ein paar neue Highlights mit dabei. Hier die Fahrbahnabtrennung, diese Variable, diese Aufstellschilder und einmal dieses Absperrgitter zum dieses Ausziehbare, das echt nice ist. Und wie gesagt, hier nochmal die Erweiterung für die Systembetonsteine, wo ich einfach sagen kann, so kann ich jetzt hier meine Auffahrt machen oder eben eine gerade Wand abschließen. Ja? Das war es eigentlich auch schon. Den Rest, wie gesagt, findet ihr in den letzten Videos. Ich mache unten nochmal einen Link hin zu den anderen Sachen. Auch zu dem einen Artikel, wo ich angesprochen habe, wo ihr die Liste bekommt mit den ganzen Teilen von ihm. Und genau, ich hoffe, ich komme jetzt dazu, dass wir hier mal weitermachen und natürlich auch mit vielen anderen Sachen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dann.